كان معي نظيف طلب منهم يعملوا لي عملية قيصرية لأن الدكتور الخاص كان قال لي بدك عملية قيصرية من أولها لأن لي 11 سنة مش هتخلف. حولوني أخذت قيصرية فدخل شرب من مية الراس فدخلت على الرئتين وعلى الصمام وعلى كل جسمه يعني. قاعد عندي 28 يوم. بعد 14 يوم نزلوه تحت على الحضانة اللي هنا كان فوق وبعدين نزل. طلعوا حليب بالسرنجة وبعدين بالرضاعة. صار شوي شوي كي معنا التنفس كي معنا الأجهزة. الحمد لله قعد يومين بدون أجهزة التنفس الطبيعي. الحمد لله رب العالمين. اتصل بي دكتور علي الساعة 8:30 صباحا تاني 9:07 قال لي تاخذي زين كويس صحته منيحة. زي ما انتم شايفين الحمد لله رب العالمين. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, "The believers in their mutual kindness, compassion and sympathy are just like one body. When one of the limbs suffers, the whole body responds to it with wakefulness and fever." We are one body. 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 One body. One body. One body. We are one body. If I could be as I am during surgery all the time, I think it would be, really? You know, a blissful existence. For people who play some sports or play some instruments or paint, they will understand it's like being on the groove, being on the moment. You're not thinking about anything else. About 1 million babies every year born with congenital the heart defect and 200,000 to 250,000 dying of a congenital heart defect, a critical congenital heart defect in the first year of life. We treat everybody as they have no politics, no religion, no color, no nationality. We don't care. Everybody deserves to have their heart fixed, their diseases cured and treated, period. In Lebanon, we do have more than 1.5 million Syrian refugees. Most of them are registered officially and others just ran away from war in Syria. It's very hard to imagine what a refugee goes through. You know, suddenly you were told you need to leave your country with what you can carry. It's a terrible, terrible condition. And your child is born with a heart defect, a deadly heart defect. Sometimes it's difficult to know what the right thing to do is, but once you know, how can you not do it? And this is kind of that, you know. Once you have the gift of being able to fix some of these wrongs, how can you not do it? Say
you see now is two realities but one world. Two smiles but one hurts. Two screams but only one is heard. Two homes but one is bombed and burned. But didn't you know, the parable of the believers in the affection, mercy and compassion for each other is that of a single body. Whenever any limb hurts, the whole body will react to it with sleeplessness and fever. This October, take part in Charity Week and show the world that we are one body. Together, it's gonna be too hard. We need more unity. How are we gonna get people together for one last finale? We've got to do it. We need more unity. We need more blessings. Anna, we can't do this alone. We need more blessings. Tell somebody to phone Qari Osman and Sheikh Abdul Nasser Jandah and tell them we need them in here. We need more blessings. There's no way that we can finish this without them. We need more blessings. Somebody call the Qari. Somebody call the Sheikh. I'm going in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه أجمعين. Unity is one of the very fundamental teachings of our deen. The Quran focuses on the subject of unity in a very fascinating way. There are two things that I'd like to present to you, three things actually that I'd like to present to you here in this short discussion about unity from the Quran. Number one is Allah subhanahu wa ta'ala presents unity as a very fundamental aspect of our deen and our religion and the practice of our deen and religion. Allah subhanahu wa ta'ala says, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." In another place it says, "Wa ana rabbukum fattaqun." What that translates to is Allah is saying that this nation of yours, this ummah of yours, is one singular united ummah. And I am your Lord, Allah says, therefore worship me, Allah says. Or Allah says, be conscious of me. Now, the reason why I say that's so fascinating is because Allah is telling us that obviously we have, Allah is our Lord. And we have to worship Allah. We have to be mindful of Allah. But what Allah pairs together with that is the concept of unity. He says, this ummah of yours is one singular united ummah. And to just get nerdy for a little second here, for just a brief minute, the way that the wording is phrased, inna hadhihi ummatukum ummatan, right? Ummatan already means one ummah. But then Allah says wahidatan to emphasize our oneness, to emphasize our unity, to emphasize our togetherness. And then Allah talks about the very fundamental thing, which is the most fundamental thing, and that is to believe in one Allah, and then to worship him and be conscious of him. But Allah pairs the subject of unity together here. And this teaches us two things. The Mufassirun, the scholars of Tafsir, they explain, number one, this teaches us how important unity is, that Allah put it together with the most fundamental concept of the Tawheed, the oneness of Allah and worshiping one Allah. But also the scholars say that Allah subhanahu wa ta'ala mentions the unity first and then talks about Tawheed and the oneness of Allah and the worship of one Allah, to remind us of the fact that what brings us together, what unifies us, what fuels our unity is actually our belief in Allah. That it is our faith and our belief in Allah that fuels our unity. And that's why the unity of Islam is so beautiful, so powerful, that it has the ability to overcome the lines and the boundaries and the distinctions of race and ethnicity and language and color and economic standing and, you know, culture and everything else, that this unity has the power, the ability to supersede and overcome all of that. The second thing that I'd like to mention here is, what do we have at stake? What do we have to lose? Why is this unity worth the trouble, worth the difficulty, right? As they say, why is the juice worth the squeeze? Well, in the case of unity, it is. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala tells us in Surah Ali Imran, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold on firmly to the rope of God together and do not be disunited. The rope of God, as Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma tells us, is the Quran, the book of Allah. And then it says, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Remember the blessing of God upon you. إِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً, you were enemies of one another, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, he joined your hearts together, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, and then you became, through his blessing, through this Islam, through this Quran, through the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, you became brothers, while you were enemies previously. And then it says, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. You were on the brink of the fire of hell and then Allah saved you from it. So this unity is very, very important. And it's worth whatever kind of work it involves, no matter how hard, how arduous, how difficult that work may become, the work of unity is always worth it. And then the last thing is, Allah subhanahu wa ta'ala tells us, how do we practically go about in achieving this unity? فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. That Allah says in the plural, all of you work to reconcile between your two brothers. And what that tells us
is that we all need to work towards that unity, that there might be some people here and some people there, but just because I'm not one of the two people that are fighting, I'm not in either one of the two groups that's fighting, that doesn't mean I can just kind of sit back, or even worse, as you know, people say, get my popcorn, right? But rather, we all need to be working towards this unity and always bringing people together and reconciling between people. So that's the importance and significance of unity. And if I may, I'd like to conclude by appreciating everyone, thanking everyone, and acknowledging everyone that's been working in Charity Week. You know, even our own seminary students at Qalam were participating in Charity Week, because that's a very powerful vehicle through which we can establish this unity. The Prophet ﷺ says that the believers are like a jasadin wahid. They're like one united body. إِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ. When a part of it aches, the whole body compensates. And so this is all of us working together to alleviate the difficulty, the pain from any part of the ummah. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of you. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Kai. Thank you, Sheikh. You can do this. It's too hard. I need more anesthetic. Give me more anesthetic. I don't know if we're gonna make it. I need an orange brush. Give me an orange brush. It's just not charity week enough. I need more. A banana! This isn't an auction! I need more charity week! We're not gonna make it! Just give me the forceps! We got it! We got it! Finally! I've got the badge! Now I can get ready for the charity week finale! I'm going to hand you guys over to your local CEOs and to your local Charity Week finale in your country. I'm going to get ready for the international finale. And we'll see you on the other end to announce the Charity Week international tour. See you at the finale. Assalamu alaikum, liebe Charity Weekler. Ich freue mich, heute gemeinsam mit euch die Charity Week 2021 feiern zu dürfen und möchte mit dieser Botschaft allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Charity Gemeinschaft, insbesondere denjenigen, die mit viel Herzblut, Eifer und großer Aufopferung zum Erfolg beigetragen haben, danken. Alle gemeinsam Hand in Hand sind Teil dieses besonderen Ereignisses. Ich blicke mit Bewunderung darauf und es erfüllt mich mit Stolz, die reifenden Früchte dieser Arbeit sehen zu können. Vergegenwärtigt euch und stellt euch vor, wie Kinder durch diese Hilfe strahlen. Und was gibt es Schöneres, als benachteiligten Kindern zu helfen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Selbst der Gedanke daran erfüllt das Herz mit einer tiefen Begeisterung und Ehrfurcht. Ich habe darüber nachgedacht, wie sich die Charity Week am besten beschreiben lässt. Kann ich dieses Ereignis mit Worten überhaupt beschreiben? Ich versuche es mit Worten wie eine vorbildliche Gemeinschaft, Einheit im Fokus des Handelns, Bündelung von Energien, Aufopferung für benachteiligte Kinder etc. Aber dann fällt mir wieder der Satz ein, Charity Week muss man erleben, um zu fühlen und zu verstehen, was Charity Week überhaupt ist. Wir als Islamic Relief Deutschland sind gesegnet durch so viel ehrenamtliches Engagement. Ihr seid für uns und viele andere Vorbilder und beschreibt durch euren Einsatz, was Ehrenamt überhaupt bedeutet. Aus diesem Grund und vom tiefsten Herzen sei euch gedankt. Möge Allah euren Einsatz um ein Vielfaches belohnen. Allah razu ustun, barakallahu fikum. Hand in Hand gehen wir gemeinsam einer besseren Zukunft entgegen, inshallah. Assalamu alaikum. Es gibt Dinge, die wir nicht begreifen können. Die sind einfach unvorstellbar. Charity Week Finale, das Unfassbare. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können.
Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. Charity Week Finale, das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Frakes. Eine Redewendung aus dem Englischen. Einmal lesen Sie, ich liebe Paris in der Frühlingszeit. Und doch trügt der Schein. Sehen Sie hier das Überzählige der? Und schon wieder hat uns unser Wahrnehmungsvermögen in die Irre geführt. Heute werden wir Ihnen einige interessante Geschichten der Charity Week erzählen. Im Laufe des Finale erfahren Sie dann, ob sie wahr sind oder nicht. Awards werden verkündet, herzergreifende Worte werden gesprochen, aber auch die internationalen und nationalen Gesamtsummen werden präsentiert. Reisen wir nun also in eine Welt, die jenseits des Glaubhaften ist. In eine Welt, die so magisch ist wie Paris in der Frühlingszeit. Auf einer Auktion wurde ein Gebetsteppich versteigert. Laut Unity-Prinzip haben alle Teilnehmer einen beliebigen Betrag genannt und das letzte Gebot erhielt den Gebetsteppich. Was aber dann geschah, war von niemandem zu erwarten. Ein anonymer Bruder versprach auf einer Auktionsveranstaltung, für jedes Gebot, das genannt wird, 3 Euro zu spenden. Ein Betrag, der beim ersten Klang klein wirkt. Zu aller Überraschung sind allerdings 500 Gebote gefallen, was bedeutet, dass er nun 1500 Euro zu zahlen hätte. Bei der anonymen Person handelt es sich um ein Mitglied der organisierenden Institution. Sicherlich würde es für ihn einen Ausweg geben, um die Summe nicht zu zahlen. Doch nein, diesen wollte er nicht finden. Der Betrag wurde noch während des Events von ihm überwiesen. Wie schön es ist, doch reich zu sein. Doch nein, ich meine nicht den materiellen Reichtum. Ich meine den Reichtum im Herzen, den Reichtum an Iman. Haben Sie der Geschichte Glauben geschenkt oder versetzt Sie der Knall des Hammers zurück in die Realität? Ein Kuchenstand. Ein klassisches Event der Charity Week. Jeder kennt es. Ein Besucher nimmt sich ein Stück Kuchen und spendet eine Geldsumme nach seiner Wahl. Nicht kompliziert. Eigentlich sind keine Überraschungen zu erwarten. Aber nicht umsonst gibt es Sprichwörter wie Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Stundenlang wurde bei Eiseskälte äthiopischer Kaffee gebrüht. Todmüde, aber voller Freude und mit einem Lächeln im Gesicht gingen die Ehrenamtler Richtung Bank, um das gesammelte Geld einzuzahlen. Dort angekommen passierte das Unfassbare. Bei einem Teil der Spenden handelte es sich um Falschgeld. Die Charity Week ist umgeben von Vertrauen, Geschwisterlichkeit und Ehrlichkeit. War die Person selber im Unwissen oder war es ein Geldwäscher? Hat sich das wirklich so abgespielt? Oder benebeln wir sie gerade mit dem Kaffeerauch aus Abessinien? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir heißen euch herzlich willkommen im Studio. Wir sind hier aktuell in Wuppertal. Ich hoffe, ihr genießt den Tag. Ihr habt ein paar Snacks bereit. Wird auf jeden Fall ein sehr spannender Tag. Assalamu alaikum auch von mir. Ich bin Janan und ich heiße euch auch herzlich willkommen. Wir sind eure heutigen Moderatoren, wie schon bereits Ehsan gesagt hat. Mashallah, wir sehen, der Chat scheint schon sehr belebt zu sein. Versucht jetzt schon mal zu erraten, welcher der folgenden Geschichten wahr oder erfunden sind. In der Zwischenzeit kommen wir ganz im Zeichen des Unfassbaren nun zu den Awards. Jedes Jahr ermitteln wir verschiedene Kategorien und würdigen nochmal unsere Institution gesondert. Der erste Award dieses Jahr geht an die Institution, die vor kurzem ein Teil der Charity Week Familie geworden ist und auf dem Weg ist, ein Vorbild für uns alle zu werden. Die Leidenschaft des Teams zeigt sich in der Darbietung ihrer Performance wieder. Die Leistung, die sie erbringt, geht über die eines Anfängers hinaus. Für diesen Award sind nominiert die BBF-Jugend aus Freiburg, Talimul Islam aus Hannover und Commons Place aus Berlin. Die BBF-Jugend aus Freiburg hat nicht nur Ehrgeiz gezeigt, sondern auch Durchhaltevermögen. Sie hatten einen Kuchenstand gemacht, es hat geregnet und viele verschiedene Faktoren kamen zusammen. Alles hat eigentlich dafür gesprochen, dass sie den Kuchenstand absagen. Aber sie haben Lösungen gefunden und vor allem Ehrgeiz gezeigt. Und das in einem Durchschnittsalter von 16 Jahren. Kommen wir nun zu Talimul Islam aus Hannover. Sie sind ebenfalls das erste Mal bei der Charity Week dabei.
Sie haben sich nicht nur direkt an große Events gewagt, wie Benefizgala, sondern konnten auch in ihrer eigenen Community mit über 150 Anmeldungen glänzen. Die Gruppe besteht hauptsächlich aus Schwestern mit einem Alter zwischen 12 und 40 Jahren. Und abschließend Commons Place. Commons Place zeigt, dass jeder bei der Charity Week mitmachen kann, denn es ist die erste muslimische Crowdfunding-Plattform in Deutschland. Mit ihrer Pass the Phone Challenge haben sie verschiedene Personen dazu animiert, bei der Charity Week für die Charity Week zu sprechen. So, jetzt ist es Zeit, den Chat zu nutzen. Nutzt den Chat jetzt kräftig, um für eure Favoriten abzustimmen. Wir kommen jetzt auch schon zur Verkündung des Awards-Gewinners. Best Newcomer der Charity Week 2021 ist... Trommelwirbel, Trommelwirbel. Haltet den Chat aktiv. Mashallah. Und Begegnung Freiburg. Sehr schön, Mashallah. Herzlichen Glückwunsch, Mashallah. So, kommen wir nun zum nächsten Event. Nicht zum nächsten Event, zum nächsten Award. Und zwar Biggest Hype. Die verschiedenen Institutionen oder die Institutionen, die wir euch jetzt gleich zeigen werden, haben verbinden mit Hype sehr verschiedene Sachen. Verschiedene Emotionen und verschiedene Bilder werden auch mit der Charity Week verbunden. Aber genau das macht diesen Award aus. Ja. So, nominiert sind Charity Nur und DMMK Paderborn, das Islamische Jugendzentrum Berlin und auch das Furkan-Zentrum aus Berlin. Charity Nur und DMMK Paderborn, unsere Gewinner der Type Challenge. Für sie ist Charity Week nicht nur eine Woche im Jahr, sondern sie verstehen diese Vision als Genesung. Das sieht und spürt man in ihren Videos. DMMK Paderborn hat sogar in der Woche der Charity Week ihre Logofarbe in Orange umgeändert, um die Charity Week so willkommen zu heißen. Das Islamische Jugendzentrum Berlin hat uns allen gezeigt, was es heißt, auf Social Media aktiv zu sein. Ihre Trailer, ihre Challenge und die enorme Arbeit, die auf Instagram investiert wurde, ist der perfekte Beweis für ihre Bestrebungen, unsere Vision zu verbreiten. Das Furkan-Zentrum hatte ein Fußballturnier organisiert und das Video, was dazu gedreht wurde, hat uns alle zum Staunen gebracht. Spiel, Spaß und Interviews zur Essenz der Charity Week wie bei der Bundesliga. Mashallah. So, nun kommen wir zum Gewinner. Auch hier haltet den Chat aktiv. Trommelwirbel auch in eure eigene Räumlichkeit. Und der Gewinner ist die IJW aus Berlin. Mashallah, Mabruk. Wir hoffen, ihr habt auf jeden Fall den Titel verdient. Und wir gehen direkt rüber zum nächsten Award. Und zwar Small Team Big Impact. Genau. Der nächste Award nennt sich Small Team Big Impact. Das Planen und Durchführen der Events ohne Fehler ist schwierig. Menschen zusammenzubringen und ihnen die Vision und den wahren Zweck der Charity Week näher zu bringen, ist schwierig. Was macht das Ganze aber schwieriger? Ein kleines Team zu haben, welches eine breite Masse erreichen möchte. Und dieser Award ist für euch, für diejenigen, die klein sind in der Zahl, aber mächtig in ihrer Entschlossenheit. Mashallah. Nun kommen wir zu den nominierten Institutionen. Einmal haben wir die IS-Moschee in Wiesbaden. Dann kommen wir zu den bosnischen Geschwister aus Hamm. Verzeiht mir, ich kann den Namen nicht sehr gut aussprechen. Und Sister of Charity. Sister of Charity aus der Stadt Hannover. So, nun fangen wir an. Die IS-Moschee, Mashallah, ist eine sehr, sehr junge Mädchengruppe mit dem Durchschnittsalter von 14 Jahren. Sie haben sich schon sehr früh bewusst gemacht, was für eine Rolle oder was auch für Nutzen man für die Umma haben kann und haben sehr früh schon mit der Sadaqa Jariya angefangen. So gesehen haben sie früh mit ihrer Karriere begonnen. Kommen wir nun zu den Geschwistern aus Hamm, die aus Bosnien sind. Die haben auch sehr Entschlossenheit gezeigt. Sie kamen beispielsweise zum Kölner Assemble, obwohl sie dort niemanden kannten. Das heißt, sie hatten dort keine Scheu. Sie haben sich den Weg aus Hamm gemacht bis nach Köln. Und wie gesagt, das zeigt auch auf jeden Fall Entschlossenheit, für das Gute zu tun, selbst wenn man aus der Komfortzone rausgehen muss. Und abschließend, Sister of Charity aus Hannover, sind schon was länger bei der Charity Week dabei und haben es nicht übers Herz gebracht, nicht mehr bei der Charity Week mit dabei zu sein. Deswegen haben sie sich nochmal zusammengerauft, ihre Motivation wieder ein bisschen hochgepusht und sich dazu entschlossen, dieses Jahr wieder mitzumachen. Ja, Mashallah, man kann nur über die Institutionen staunen, die dieses Jahr wieder bei der Charity Week mit dabei sind. So, und der Gewinner des Awards Small Team Big Impact geht an
Trommelwirbel. Mashallah, Mashallah. Die Moschee Wiesbaden. Mubarak. Mubarak. Auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend, vor allem von so jungen Geschwistern zu sehen, dass sie solche Arbeit machen, sich so bewusst sind. Da kann sich, glaube ich, jeder und ich an erster Stelle mir auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Genau. Und damit gehen wir zurück ins Studio zu Jonathan Frakes und erzählen euch die dritte Geschichte des Abends. Haben Sie schon mal Ihre Ehre verloren? Nein? Dann waren Sie wohl noch nie auf Sponsorensuche. War einer dieser heißen Sommertage. Das Gesicht war voller Schweiß. Und dennoch haben sich die Schwestern aufgemacht und haben eine Absage nach der anderen erhalten. Als Tagesziel klang 200 Euro charmant. Doch am Ende des Tages hatten sie nur 2 Euro in der Hand. Auf der Suche nach Sponsorengeldern gingen die Ehrenamtler mit dem letzten Stück an Ehre und Stolz von Laden zu Laden, um ihr Tagesziel von 200 Euro zu erreichen. Mit bislang 2 Euro in der Tasche hatten sie die Hoffnung fast aufgegeben, bis ihnen eine Bäckerei ins Auge stach. Als sie dort ankamen und gerade dabei waren, die Vision der Charity Week zu erklären, drehte sich der Ladenbesitzer einfach um und lief weg. Sie dachten sich, auch hier wurden wir nicht respektiert. Warum? Sie liefen Richtung Ausgang und im selben Moment kam der Ladenbesitzer zurück und überreichte ihnen genau 200 Euro, als hätte er gewusst, was das Tagesziel war. Eine Woche später liefen sie wieder die Straße entlang, als der Eigentümer sie vom Weiten erkannte und sie in den Laden rief. Er erzählte ihnen, dass er, nachdem sie gegangen waren, mit seinen Arbeitnehmern über unsere Vision sprach, um weitere Spenden einzusammeln. Diesmal übergab er ihnen eine größere Summe als das eine Mal zuvor. Ist die Geschichte wahr? Klingt das nicht alles doch zu gut, um wahr zu sein? Ist die Geschichte des freundlichen Bäcker eine wahre Begebenheit? Oder handelt es sich hierbei doch nur um eine süß ummantelte Lüge? Lange Vorlesungen, teilweise noch längere Abgaben. So ergeht es vielen Studenten weltweit. In Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, zeigte eine Studentin den Charity Week Trailer während einer Vorlesung. Der Professor war so davon begeistert, dass er die nächste Abgabe strich und die Note von der Teilnahme an der Charity Week abhängig machte. Hat sich das wirklich so abgespielt? Oder handelt es sich doch nur um das Intro eines Hollywood-Blockbusters? Wir sind zurück im Studio. Kommen wir nun zum nächsten Award, Most Innovative Idea. Diese Institution glänzt mit ihrer Innovativität und Kreativität. Mit ihren einzigartigen und originellen Events hauen sie uns alle um. Sie haben uns dazu inspiriert, über den Tellerrand hinauszudenken. Folgende Institutionen sind für diesen Award nominiert. Einmal haben wir Unity Stuttgart, Aulia Events aus Hamburg und eine Kooperation zwischen MSG Heidelberg und MHG Mannheim. Unity Stuttgart hat während ihrem Infostand Love Letters geschrieben, aber nicht das, was ihr denkt. Diese Love Letters haben sie an kranke Menschen geschrieben, mit dem Zweck, ihnen ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern. Aulia Events wollte ein bisschen weg von diesen klassischen Kuchenstände und den klassischen Kuchen. Deswegen haben sie sich gedacht, wir bereiten über 400 Donuts vor. Und sie konnten sogar diese 400 Donuts verkaufen. Und abschließend ein sehr, sehr inspirierendes Event von MSG Heidelberg und MHG Mannheim. Sie haben die We Are One Body Messe veranstaltet, an dem Kinder teilnehmen konnten. Dort wurde spielerisch beigebracht, welche Funktionen die Sinne und Organe haben. Ebenfalls wurde besprochen, was passiert, wenn sie rauchen und nicht auf sich Acht geben. Abschließend konnte sogar das Teddy-Krankenhaus ihnen die Angst der Spritze nehmen. Ja, Respekt. Sehr innovative Ideen, findest du nicht? Auf jeden Fall, doch. Ja. Wie wir aber alle wissen, es kann natürlich nur einen einzigen Gewinner geben. Und der Gewinner dieses Awards ist... Mashallah, Mashallah, sehr, sehr schön. Industrie Heidelberg und MHG Mannheim. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele verschiedene innovative Events. Leider kann man nicht alle nennen. Aber zum Beispiel, was man auch fürs nächste Jahr vielleicht mitnehmen kann. Es gab Hochschulgruppen aus Baden-Württemberg und Bayern, die sich zusammengetan haben, um beispielsweise Moscheen zu säubern und die sauber zu halten.
Kommen wir nun zum nächsten Award. Against All Odds. In diesem Jahr haben sich wieder Institutionen behauptet. Es kamen Schwierigkeiten und viele verschiedene Probleme. Und sie haben zusammen im Team es geschafft, die Steine im Weg beiseite zu räumen. Die drei Nominierungen lauten Recunity Kassel, MSV Karlsruhe und IHG Frankfurt. Recunity Kassel, eine sehr kleine Gruppe, die schon letztes Jahr für diesen Award nominiert war. Jahr für Jahr verlagert sich die Arbeit auf immer weniger Personen, aber dennoch bleiben sie am Ball. Nicht nur das, sie kommen auf Ideen, die uns alle zutiefst berühren, wie zum Beispiel ihren Seniorenbesuch. Sie erinnern uns daran, dass Spenden nicht nur im Zusammenhang mit Geld stehen müssen. Vor allem jetzt, in Zeiten von Social Distancing, sind es wahrscheinlich unsere Senioren, die am meisten darunter leiden müssten, und an diesen Teil unserer Gesellschaft haben sie gedacht. MSV Karlsruhe. Bei ihrem Waffelverkauf ging ihnen mehrfach der Teig aus und die Geschwister sind mehrfach zum Rewe gefahren, bis Rewe fast selber nachbestellen musste. Als nach stundenlangem Stehen sie schon eigentlich am Abbauen waren, kamen trotzdem Leute, die noch waffeln wollten. Mit der Einstellung, jeder Cent für die Waisen zählt, haben sie dann per Hand Teig angerührt. Im Dunkeln, ohne Zelt, fast ohne Tische und Personal nochmal die letzten Waffeln verkauft. IHG Frankfurt, eine Institution, die schon sehr lange mitmacht, hat sich dieses Jahr das Ziel gesetzt, mit einer Hochschule aus einem anderen Land zu kooperieren. Die Suche nach dem passenden Partner war nicht einfach, aber sie haben immer wieder nachgehakt und so kam schließlich die Zusammenarbeit mit einer Hochschulgruppe aus Texas zustande. So, kommen wir nun zum Gewinner. Bitte auch hier aktiviert den Chat, nutzt den Chat, auch im Raum, in dem ihr gerade seid. Bitte sorgt dafür Stimmung. Wir sind hier im Studio, bei uns ist Stimmung. Diese Stimmung möchten wir auch bei euch haben. So, kommen wir nun zum Gewinner des Awards Against All Odds. Und der Gewinner lautet Raccoonity Kassel. Mashallah. Sehr, sehr schön. Mashallah. Und das zeigt uns, dass Hessen nicht nur aus Frankfurt besteht, sondern auch aus Kassel. So, wir übergeben wieder an das X-Factor-Studio und es folgt die Auflösung der genannten Geschichten. Bleibt also gespannt. Na, mal sehen, ob Sie heute die Wahrheit und die Lüge voneinander trennen konnten. Was ist mit dem Bruder, der während einer Auktion 1500 Euro gespendet hat? Diese Geschichte ist wahr. Es geschah auf einer Auktion der DMZ in Berlin. So war es. Was ist mit dem Geldspender, der mit Falschgeld gespendet hat? Wenn Sie dachten, es wäre ein Konstrukt der Fantasie, dann liegen Sie falsch. Diese Geschichte ist wirklich wahr. Es geschah dieses Jahr in Stuttgart. Was ist mit den Studenten, die ihre Note in Abhängigkeit von ihrer CW-Teilnahme erhielten? Wenn Sie dachten, diese Geschichte wäre wahr, dann haben Sie recht. Sie ist es. Es geschah in Amerika. Erinnern Sie sich an die Schwestern in Frankfurt, die auf Sponsorensuche gegangen sind und dann auf den freundlichen Bäcker trafen? Basiert das wirklich auf der Realität? Ja, diese Geschichte ist wirklich so passiert. Sicherlich fragen Sie sich, wie es sein kann, dass alle Geschichten wahr sind. Vom alten Jonathan Frakes sind Sie anders gebunden. Alhamdulillah, ich bin konvertiert und lüge nicht mehr, denn Lügen ist Haram. Vier unfassbare Geschichten und so viele mehr, die man erzählen könnte. Die Zeit reicht heute leider nicht aus, jede eurer Geschichten ausreichend zu würdigen. Für diejenigen, die uns ähneln und nicht genug hiervon bekommen können, würden wir die Banking Deadline Show ans Herz legen. Eines der Highlights dieses Jahr, weil so viele unterschiedliche Personen aus den unterschiedlichsten Institutionen und Städten dabei waren und eigene Gedanken mitgegeben haben. Jetzt machen wir mit unserem jährlichen Highlights-Video weiter, das eure Mühen visualisiert. And I praise the Most High as I look to the sky. Saw by walking to Him, promise He'll come running. No, I'll never lose hope, holding tight to His rope. Every day I pray that
I stay on the straight path. Yeah, been divided long enough. Take pride cause I'm strong enough. Throw away your allegiances that cause this unity. Forgive all your grievances. Let's build a community. This unity will be our fall. Our reasons for beefing are small. The scheme is we need peace for all. Believe in your dreams and stand tall. Believe in your dreams. Hey, yeah. United we stand tall, divided we fall. Hey, yeah. It's time for us to change and break these chains. Yeah. Work together to succeed, show them what we can be. Hey, yeah. We are we one just need unity. We are one body. We are one body. Subhanallah, ein sehr emotionales Video, das die harte Arbeit der letzten Wochen und Monate zusammenfasst. Bevor wir zu den Totals kommen, kommt nun eine Botschaft von Naima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Bevor wir zu den Totals kommen, möchte ich uns zunächst daran erinnern, warum wir das hier alles machen. Ich weiß, wir reden bei der Charity Week oft über Verantwortung und Pflichtgefühl im Hinblick auf diese Aber es gibt Geschwister, die diese Arbeit nicht als Licht sehen, sondern als Privileg. Es gibt Geschwister, die die Hilfe von Menschen, die Schwierigkeiten leiden, nicht als Schwierigkeit betrachten, sondern als Ehre. Es gibt Geschwister, die die Möglichkeit, Gutes zu tun, nicht als Unannehmlichkeit betrachten, sondern als Geschenk Allahs, die wahrhaftige Not am nächsten Tag zu finden. Es gibt Geschwister, die die Schwachen und Armen nicht als Last sehen, sondern als Segen. Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, hatte der zweiten Kategorie gehört. Wenn er auf bettelnde Menschen antraf, war er überglücklich und pflegte zu sagen, ich heiße denjenigen willkommen, der Khair in meine Waagschale legt, ohne etwas von mir im Gegenzug zu verlangen. Für Fudayl spielte Geld keine Rolle. Das Einzige, was von Wert für ihn war, war die Möglichkeit, die ihm durch diese arme Person gegeben wurde, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen, seine Liebe zu erlangen. Wie Fudayl spielen für uns die Summen, die gleich eingeblendet werden, keine Rolle. Wir haben Weitsicht, inshallah. Wir sehen die Bedeutung hinter diesen Summen. Kinder, deren Leben ihr ändert. Kinder, deren Leben ihr rettet. Gibt es Schöneres, als ein Mittel dafür zu sein, dass ein Kind wieder so lächeln kann? Was gibt es Schöneres, als ein Werkzeug Allahs zu sein? Allahumma ista'milna wa la tastabdilna. Ja Allah, setze uns ein und ersetze uns nicht. Ja Allah, setze uns ein und ersetze uns nicht. Ja Allah, setze uns ein und ersetze uns nicht. Rabb Allahu minna. Wir kommen zum Countdown, zu den Totals, zu euren Summen. Wir alle haben auf diesen Moment gewartet. Auch hier im Studio steigt die Anspannung. Begleiten wird mich mein treuer Bruder Ahmed Ennis, Erbester aus Berlin. Freut euch über jede einzelne Summe. Macht sogar Dua, dass jede Institution mehr gesammelt hat als eure Institution. Denn ihre Spende ist eure Spende. Und zwar haben wir das so gemacht, dass wir die einzelnen Totals sozusagen in 6 verschiedene Kategorien eingeteilt haben. Und wir werden nun mit der ersten Kategorie anfangen. Nämlich den Hochschulgruppen. Und zwar ist das sehr passend, dass wir auch mit denen anfangen, weil sie sozusagen das Fundament, die Wirbelsäule, das Rückgrat der CW darstellen. Ich glaube, wir reden hier von Menschen, die noch nicht mal Vollzeit arbeiten, aber trotzdem einen immensen Beitrag leisten gegenüber der CW, ne? Und diese halt immer wieder unterstützen. Wir fangen jetzt auch direkt an und gucken uns mal an, was sie so geleistet haben. Und zwar haben wir hier die MSI TU München, die MHG Würzburg und die MHG Regensburg. Soweit ich weiß, sind diese Hochschulen auch zum ersten Mal bei der CW dabei und sind auch, glaube ich, aus Bayern. Richtig, genau. Genau. Und sehr spannend. Jetzt kommt, das haben sie so geschafft. Bisschen Trommelwirbel. Ich hoffe, der und Mashallah, Mashallah. Für das erste Jahr, Mashallah, eine sehr, sehr schöne Summe an sich, überhaupt, dass ihr teilgenommen habt. Eine sehr, sehr große Bereicherung für die Zukunft. Genau. Möge es euch Allah, Inshallah, annehmen. Amin.
Wir machen weiter. Und zwar sehen wir hier jetzt die MGU Frankfurt, die Interkulturelle Hochschul AG und die MSV Karlsruhe. Und Frankfurt ganz gefährlich. Frankfurt ganz gefährlich. Okay, ich bin ja noch zum ersten Mal dabei, deswegen weiß ich noch nicht genau. Aber mal gucken, was die so geleistet haben. Mashallah, Mashallah. Ich habe doch gesagt, dass Frankfurt gefährlich ist. Wirklich, Mashallah. Okay, bis jetzt die höchste Summe Frankfurt. Frankfurt führt gerade. Mal gucken, wie es weitergeht. Bismillah und... Okay, jetzt haben wir die MHG Marburg, die MSG Heilbronn und die IHG Frankfurt. Ich tippe wieder auf Frankfurt. Bist du bereit? Trommelwirbel. Bismillah. Mashallah Heilbronn, der Undercover, kam aus der Ecke und hat voll einen Knockout gegeben. Voll wunderbar. Das hat man gar nicht so erwartet, dass das kommt. Ne? Heilbronn ist gerade erster Platz. Frankfurt, da muss ich jetzt mit dem zweiten Platz begnügen. Ich glaube, das war es auch schon für den Hochschulgruppen. Und wir kommen jetzt nun zu der zweiten Kategorie. Die Moscheen. Nicht wahr? Und Moscheen sind extrem wichtig, weil sie sind es erst, die uns überhaupt die Wichtigkeit dessen beibringen, Menschen zu helfen. Ne? Und sie sind es halt auch, die uns, wie gesagt, dieses Wissen vermitteln, dass halt für Allah das sehr extrem wichtig ist oder einen enormen Wert hat, beiden Kindern ein Lächeln zu schenken und halt dafür zu sorgen, dass diese lächeln. Und schauen wir uns jetzt an, was die Moscheen so geleistet haben. Und zwar haben wir erstmal hier das Vulkanzentrum, Deutsch-Weiß aus Berlin, Islam Info Service Wiesbaden und die. Möchtest du lesen? Das sind die Bosnaken aus Hamm, Maschallah. Genau. Ich will es nicht falsch aussprechen, deswegen lasse ich es lieber. Bismillah und mal gucken, was wir so erreicht haben. Maschallah. Sehr, sehr schön. Das Moscheen überhaupt. Die haben so schon viel zu tun, dass sie noch an der Charity Week teilnehmen. Eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Genau. Und jetzt kommen wir noch zu der Zemat Hajar e.V. Aus Bonn, der Talimul Islam und Tawhid e.V. aus Berlin. Und ja, machen wir einfach mal weiter. Mashallah. Talimul Islam, Mashallah, auch ein sehr, sehr schöner Name, gefällt mir persönlich sehr schön. Und Tawhid e.V. ist genial, ich war da bei deren Turkey Week dabei. Richtig super Brüder und Geschwister allgemein. Alhamdulillah. Ich glaube, die letzte Folie, nee, zu den Community Groups. Das ist der größte Bestandteil der Institution und das spiegelt auch Deutschland wieder. Ja? Das spiegelt wieder die muslimische Community in Deutschland wieder. Und während der Charity Week kommt Jung und Alt zusammen, versuchen eine Woche sich ein bisschen zusammenzuraufen, für die Umma zu arbeiten, für die Einigkeit und weltweit Waisenkindern zu helfen. Und nun, wenn wir schauen, welche Community Groups jetzt erwähnt werden, sehen wir hier auf jeden Fall aktive Umma, beispielsweise Aulia Events, auch eine Institution, die schon was länger dabei ist, Creating Charity und Sister of Charity. Mal schauen, was dabei rumgekommen ist. Bismillah. Mashallah. Mabruk. Ja, ich hoffe im Chat schreibt ihr ordentlich auch mit. Ja, auf jeden Fall haltet den Chat aktiv, interaktiv, kommuniziert auf jeden Fall miteinander. Und nun gehen wir zu den weiteren. Deutsch-Muslimische DMZ, auch in Berlin. Genau, ne? Aus Berlin. Rakunity Kassel, Fala e.V. und Unity Stuttgart. Mashallah, Unity Stuttgart, auch ein Urgestein der Charity Week, immer sehr aktiv mit ihren Infostanden. Mal schauen, was hierbei rumkam. Trommelwirbel. Mashallah, die DMZ, eine sehr, sehr beachtliche Summe. Ja, Berliner, das war Mashallah, ja, das stimmt. Vor allem letztes Jahr waren sie auch sehr, sehr stark dabei. Mashallah. Gehen wir nun weiter. Afghan Ladies Community. Ich glaube, sie haben ihren Namen geändert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die ISO. Sehr viele Grüße gehen raus an Ismail. Und MSV Bonn, iSlam e.V. in Frankfurt. Mal schauen. Trommelwirbel bitte. Und auch jetzt? Chat aktiv halten. Mashallah. Sehr schön. MSV Bonn ursprünglich ein Fußballverein, dass sie noch die Zeit hatten, dort auch ein bisschen Spenden zu sammeln. Sagt euch Haydan, möge Allah es euch hoch anrechnen lassen. So, Essalam Moscheen St. Augustin, Coexist e.V., Bildung und Begegnung Freiburg e.V. und Frauen Jugend Stadt Allendorf. Tut mir leid. Mal schauen, was dabei rumkam. Mashallah, sehr, sehr schön. Auch hier St. Augustin, eine sehr junge, sehr vielversprechende Community, auch in der Nähe von Bonn. Hoffen wir natürlich, dass sie nächstes Jahr wieder dabei sind und dass man da auch mehr zusammen machen kann. Green Dean Deutschland, ein sehr, sehr schönes Konzept.
Maria e.V., Haus des Islams, Mädchengruppe Hohenlindenburg. Trommelwirbel, auch hier, bitte jetzt den Chat aktiv halten. Und? Mashallah, mashallah, sehr schön. Mabruk, möge Allah euch eure Mühe hoch anrechnen lassen. Bismillah. So, ihr habt selber auch bemerkt, anhand der Folien, ja, das war der Großteil der Charity Week, und zwar die muslimischen Gemeinden. Aber nun kommen wir zu einem Zweig, der noch relativ frisch ist. Und wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren sich dort vor allem in Deutschland weiterentwickelt. Aber umso schöner ist es, dass zwei Unternehmen hier die Vorreiter sind. Und zwar Common Space, das ist die erste muslimische Crowdfunding-Plattform. Auch sehr, sehr gerne die Webseite abchecken. Und Enisa Kafka. Mal schauen, was tippst du? Ich weiß nicht, was wir so erreicht haben. Common Space, zudem auch in Berlin. Hast du mal schon was von denen gehört? Oder? Nee, leider nicht. Okay. Mal gucken, jetzt bin ich gespannt. Wenn du Berlin sagst, dann können die ja nur gut abschneiden. Mal gucken, inshallah. Und? Bismillah. Mashallah, mashallah. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, ein sehr, sehr junger Zweig. Ein Unternehmen hat so schon sehr, sehr viel zu tun. Dementsprechend auch eine sehr, sehr große Ehre, dass ihr mitgemacht habt. Möge Allah euch eure Mühe hoch anrechnen lassen und euch auch jenseits und in Dunya und in Akhira Erfolg haben. Amen. Nun kommen wir zur fünften Kategorie, und zwar den Kooperationen. Kooperation, was verstehen wir darunter? Und zwar sind das Institutionen, die dachten, ey, wir können zwar alleine Großes erreichen, aber warum tun wir uns nicht einfach zusammen und erreichen sogar noch Größeres? Ne? Und deswegen, jetzt gucken wir mal an, was es für Kooperationen überhaupt gab und was sie inshallah so erreicht haben. Wir haben hier einmal MJP und IWKZ e.V. Die sind aus Berlin, die kenne ich. MSG Heidelberg X, MHG Mannheim und die Charity Nur X, die MMK Paderborn. Mal gucken, was sie so erreicht haben. Natürlich, die Spannung steigt. Natürlich. Trommelwirbel, Mashallah, Allahu Akbar. Und da sieht man, wenn man zusammenkommt, wie viel man erreichen kann. Zum Beispiel auch in Paderborn, in Berlin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Berlin auch letztes Jahr ein FIFA-Turnier, die MJB gemacht hat. Doch, haben die gemacht. Ja. Okay, Mashallah. Da sieht man einfach, zusammen ist man einfach stärker und das spiegelt sich auch ein bisschen in den Zahlen. Genau, allein ist gut, zusammen ist besser. Das stimmt. Und jetzt haben wir noch. Das sind wieder die Bosnaken. Ja, genau. Die bosnische Community in NRW. Reza Mladi, Lokalkreis Stuttgart X Balia und Dean Boys Community. Mal gucken, was die so erreicht haben. Spannung steigt natürlich wieder rum. Trommelwirbel, Chat und aktiv. Ich hoffe, Stuttgart ist aktiv im Chat. Inshallah und? Bismillah. Mashallah, mashallah, sehr, sehr schön. Allahu Akbar. Allahu Akbar, das stimmt, ich gebe dir vollkommen recht. Super Ergebnisse und wir machen weiter. United Individuals. So, na klar, vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, der nicht so gut im Englischen ist, aber was heißt das United Individuals? Und zwar geht es hier um individuelle Einzelpersonen, die halt einen auf einsamen Wolf machen wollten, die einsamen Wölfe der Charity Week und dann halt sozusagen alleine oder selbstständig etwas gut tun wollten. Aber wenn diese einsamen Wölfe zusammenkommen, entsteht ein Rudel, was sehr effektiv ist und sozusagen Großes leisten kann. Oh, ne? Gucken wir uns mal an. Oder, nee, ich gebe euch erstmal noch Beispiele, bevor wir das Ergebnis auflösen. Und zwar gab es zum Beispiel richtig kreative Ideen hier in Deutschland. Wir hatten zum einen eine Schwester aus NRW, die sich dachte, okay, zum Start der CW, sie hat eine Art Online-Vortrag-Seminar gemacht. Und zwar hat sie über die Umma des Islam geredet. Ne? Und da waren halt sehr viele Menschen noch dabei. Damit hat es sozusagen angefangen. Dann gab es eine Schwester, das ich voll interessant fand, aus Hamburg. Mhm. Sie hat sich gedacht, okay, gut, ich mache eine Swim-Challenge. Also, ne, sie ist halt Bahn geschwommen. Sie hat sich erstmal Sponsoren gesucht. Und dann dementsprechend wollte sie Bahn schwimmen. Und ich dachte erstmal, ich sehe nicht richtig. Ne? Da stand irgendwie 102 Bahnen. Ich dachte erstmal, das ist eine Null zu viel oder was auch immer. Das kann doch nicht sein. Ich hoffe jetzt, wir machen ja auch kein Auge, ne? Dass sie jetzt beim nächsten Mal irgendwie so einen Kampf bekommt oder so. Ne? Deswegen, Marshall und Respekt. Ne? Großes geleistet. Ich glaube nicht, dass ich das machen könnte. Wiederum gab es einen Bruder aus NRW, der dachte sich irgendwie, da macht ihr Diss-Battles mit den anderen Bundesländern. Ich weiß nicht, habt ihr da so Feedback, wie es da gelaufen ist? So, ich hoffe, es gut, hat gut für ihn geendet. Da kann ja auch sein, dass es in die Hose gehen kann. Und halt, wir haben wiederum eine Schwester, die halt sich dachte, okay, ich schreibe ein Buch, mache ein E-Book draus und dann halt die Einnahmen, die sie macht, die wurden dann halt auch gespendet. Ne? Und. Ich könnte jetzt noch die ganze Nacht weiterreden, aber wir haben keine Lust dazu. Deswegen lösen wir ja einfach auf, was wir für Summen erhalten haben. Mashallah, 20.214. Allahu Akbar, Mashallah. Ja, da sieht man halt ein so sehr, sehr großen Applaus. Was man als Gruppe alles erreichen kann. Ne? Genau, vor allem auch sehr, sehr schöne Ideen. Vor allem, dass man darauf kommt, ein Buch zu schreiben.
Maschallah, mit meinen 24 Jahren habe ich wahrscheinlich nicht mal ein Buch gelesen. Und die Schwester schreibt direkt eins, Maschallah, sehr, sehr schön. Ja, das stimmt. Das kann nicht jeder, ne? Vor allem halt, wie gesagt, falls die Idee überhaupt für Charity Week entstanden, ich weiß den Background nicht, ob es vielleicht schon davor Pläne hatte, aber wirklich super. Ne? Kommt man nicht so leicht drauf. Dann kommen wir zu Unity Deutschland. Was ist Unity Deutschland? Und zwar läuft das so ab, dass wir so eine Art, im Rahmen der Charity Week eine WhatsApp-Gruppe gegründet wird, wo sozusagen sehr viele Teilnehmer der Charity Week aus allen Bundesländern reinkommen oder halt eingeladen sind. Und da gibt es so eine Art Versteigerung. Dieses Jahr wurde dieser Teddy versteigert. Für wie viel ungefähr? Oder steht das noch offen? Das werden wir wahrscheinlich sehen, wie viel daraus kam. Ihr könnt ja im Chat vielleicht so tippen. Genau, genau, das kann sein. Ne? Wichtig dabei ist, ne, das sind halt 60 Institutionen aus 8 Bundesländern, ne, aber es gibt nur eine einzige Unity, ne, oder eine Vision. Ne? Wir haben dasselbe Ziel. Es geht darum. Schauen wir uns mal an, was wir so geleistet haben als Gruppe. Bismillah. Allahu Akbar. Mashallah. Sehr wertvoller Teddy. Ich glaube, der teuerste Teddybär der Welt. Ja, das kann sein. Ne? Vielleicht muss man gucken, wie so Guinness World Record oder so, ja, was da so abgelaufen ist. Na, aber wie gesagt, Mashallah, super Leistung. Ich meine, Teddy sieht auch hier auch mit Corona-Maske, wie man sehen kann, ne? Halt jetzt den Zeiten entsprechend. Alle Hygienevorkehrungen wurden getroffen. Das stimmt. Und kommen wir nun zum Highlight des Abends, ne? Darauf, worauf ihr die ganze Zeit überhaupt gewartet habt, warum ihr überhaupt hier seid. Ne? Wichtig zu erwähnen ist, wir haben zwar einen ersten Platz, ne? Es kann nur einen Sieger geben, ne? Aber ihr könnt ruhig aufatmen. Keine Sorge, es gibt ja auch Teilnehmerurkunden. Ne? Ihr habt alle mitgemacht, wir wissen Bescheid. Ne? Aber jetzt nicht unbedingt jetzt, ich weiß nicht, ob das so fies war. Ich will jetzt auch nicht so fies sein. Ne? Wichtig ist jetzt wirklich, im Ernst, ihr habt alle mitgemacht, ihr habt alle nicht nur versucht, ihr habt etwas bewirkt, inshallah. Und das wird Allah nicht entgehen. Mhm. Ne? Das wissen wir alle. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt irgendwie so enorm große Summen erreicht, sondern es geht wirklich darum, dass wir zusammen etwas bewirken wollen. Ne? Und wir freuen uns für diese Top 3. Ne? Es geht, wie gesagt, wir freuen uns für die haben sich vielleicht extrem Mühe gegeben, ne? Die sind länger dabei. Ne, und sie repräsentieren Deutschland. Wir sind eine Gruppe. Wir wollen zusammen etwas erreichen. Und deswegen halt, wie gesagt, machen wir das hier. Und fangen wir mal an mit der Nummer 3. Und zwar die Nummer 3. Die sind schon ziemlich lange dabei. Das ist die IOP. Ne? Und zwar auch ist Berlin, es bei denen, die sind aus Berlin. Und zwar ist bei denen, wie soll ich sagen, Was so auffällt, ist, dass die sozusagen stetig immer mehr mitmachen und immer sozusagen immer besser werden. Ne? Und die sind sehr kreativ. Dieses Jahr, so, was so das Schauspielerische angeht und was so die Kreativität angeht, waren sie unglaublich dieses Jahr. Ne? Und irgendwie scheint für die das Wort Limit ein Fremdbegriff zu sein. Die kennen das gar nicht. Ne? Die kennen keine Grenzen. Die werden immer besser, mashallah. Ne? Schauen wir mal an, was sie so erreicht haben. Bismillah. Mashallah. Ne? Eine enorm große Summe. Da sieht man das. Die, also wirklich, das hättest du sehen müssen, die haben was richtig Krasses gemacht. War schon cool. Ein Video, glaube ich, von ihnen habe ich auch gesehen. Ich habe den Namen des Bruders vergessen, in der Moschee, war das von der IJB? Ja, genau, das kann sein. Mashallah, sehr gut. Genau. Das war's. Machen wir weiter mit der Nummer 2. Und zwar ist die Nummer 2 die IMSU und IJ Aachen. Ne, das war eine Kooperation. Und bei denen, die sind einfach, wie soll ich sagen, wenn es um Waisenkinder geht, dann ist denen nicht zu schade. Ne? Die machen so eine Challenges oder so eine Herausforderung, die glaubst du gar nicht. Die kriegen irgendwie so komische, dubiöse Getränke, ne, machen die so als Challenge. Und dann dachten sie sich, okay, ne, wir scheren uns die Haare, ne, für eine Sadaka an Waisenkinder. Ne? Wenn es um Waisenkinder geht, halten sie sich nicht zurück. Ne? Dann sehen die irgendwie rot und wollen unbedingt helfen. Ne? Unglaublich. Und mal gucken, was sie so geleistet haben. Bismillah. Allahu Akbar, mashallah. Mashallah, ziemlich ähnliche Summe, ne? Das ist ja auch im selben Bereich. 17.500 Euro. Das war ein knappes Ding. Mashallah, also, einige Top. Brüder. Wir sind Kopf an Kopf. Ich bin gespannt, wie die Nummer 1 jetzt ist. Ob die Nummer 1 jetzt irgendwie voll aus dem Wasser fegt oder ob das so ein knappes Spiel wird. An dieser Stelle auch kurz. Grüße gehen raus an Aachen, Asib und die ganze Gang, Bilal. Wir sehen uns, inshallah. Inshallah. So, die Nummer 1 ist H2. Mashallah, ne? Sehr, sehr schön. Genau. Und zwar ist die H2 eine Gruppe, die eher aus Schwestern besteht, ne? Seines Mütter, seines halt berufstätige Frauen. Ne? Und bei denen ist es einfach unglaublich, dass sie sozusagen ihr alles oder ihr Bestmögliches geben und alles versuchen, der Charity Week zu widmen. Ne? Und da aktivieren sie halt auch Familie, ne? Kinder, Freundinnen, was auch immer. Die aktivieren, motivieren Leute. Und die sind wirklich so, die sind einfach so übertrieben ehrgeizig und geben ihr Bestes.
ne? Und gucken wir mal, was die so erreichen konnten. Bismillah. Bismillah, Trommelwirbel. Allahu Akbar. Oh, Maschallah. Okay, ich dachte, wir hätten knapp ein Ding, aber... Ja, fällt, glaube ich, den Rest in den Schatten. Ja, ich glaube auch. Maschallah. Bin jetzt auch nicht so motiviert, darüber noch zu reden. Das ist nicht so... Da kann man, glaube ich, nicht viel dazu sagen, Maschallah. Ich glaube, gebürtiger NRW und hier aus Berlin... Ach, sind die aus NRW, ja? Nein, 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 die sind aus Niedersachsen. Okay. Aber ich meine, du bist ja aus Berlin, ich bin aus NRW, da können wir nicht mithalten. Können wir nicht reden, muss man halt einsehen. Ja, okay, ja. Es gibt halt nur einen König im Dschungel und das ist dann Hartz II in diesem Falle. So sieht's aus. Genau. Maschallah. Jedoch halt kurz, bevor wir jetzt das Ganze abschließen, kommen wir kurz zu den Insgesamtsummen, die die Bundesländer erreichen konnten. Und zwar fangen wir an mit Sachsen. Ne? Schauen wir uns das mal an. Maschallah. Fängt schon mal gut an. Ich frage mich jetzt, wie es weitergeht. Richtig. Kommen wir nun zu Bayern. Okay. Der Newcomer. Jetzt eine, genau. Wirklich eine sehr große Bereicherung für dieses Jahr. Mal gucken, was die so erreichen konnten jetzt als Newcomer. Maschallah. Maschallah. Auch eine super Summe, ne? Vor allem für das erste Mal. Und das kann ja noch besser werden. Richtig. Bismillah. Fahren wir direkt weiter fort. Trommelwirbel, was kommt? Chat aktiv halten, nicht vergessen, haltet den Hessen. Chat aktiv. Jetzt kommt Hessen, hast du den Bruder gerade aus Hessen gegrüßt, ne? Richtig. Jetzt bin ich gespannt. Bismillah und? 15.000. Maschallah. Eine super Summe. Frankfurt, ich glaube aber Frankfurt kann ein bisschen mehr. Ich glaube selber, aber trotzdem sehr, sehr gut. Die haben einen Spitznamen, die nennen sich Frankfurt. Ah, okay, richtig. Okay, ja, okay. Ja, weil sie immer alles ins Extreme ziehen. So. Okay. Maschallah. So, Bismillah, machen wir einfach weiter hier. Flott. Was haben wir? Hamburg. Bin ich auf Hamburg gespannt. Weil Hamburg ist ja auch eines der Dings der alten Hasen. Richtig, genau, genau. Und auch eine wohlhabende Stadt mit dem Hafen. Okay. Mal gucken, was dabei rumkommt. Du hast jetzt hier den Rahmen hochgelegt, aber nicht im Wand, ne? Wurde ja auch eingehalten, Maschallah. Richtig. Ich glaube, die Summe kann man sehen. Ich hoffe, ich stehe nicht im Weg. genau. Das ist die Summe von Hamburg. Machen wir weiter. Nordrhein-Westfalen. Okay, jetzt NRW. Bin ich gespannt. Ne, NRW, mal NRW. Schauen, was dabei rum mal gucken, ob NRW nur redet oder ob das halt sozusagen hier auf einer Basis liegen kann. Bismillah. Maschallah. Allahu Akbar. Okay, ich wollte was Fieses sagen, aber ich kann nichts mehr sagen. Ne? Also ist schon gut gelaufen. Ne? Und halt, wie gesagt, Maschallah. Sehr gute Arbeit. Machen wir weiter. Bismillah. Baden-Württemberg. Die Bavüler. Ein sehr, sehr... sehr, sehr nettes Bundesland, wirklich. Okay. Wenn du die Geschwister kennenlernst, die wachsen dir direkt ans Herz, Maschallah. Ja, ich hoffe. Also mal gucken jetzt, was wir so erreichen konnten. Bismillah. 51, Maschallah. Auch eine super Summe. Sehr, sehr schön. Ich habe das Gefühl, wurde das irgendwie so eingeteilt, dass es nur noch besser wird und immer weiter steigt, oder ist das irgendwie random gemacht? Ne, müsste ich jetzt an die Regie fragen, keine Ahnung. Machen wir weiter. Berlin, die Hauptstadt. Okay, ne? Das ist die Hauptstadt, Herz Deutschland. Bismillah und? Maschallah, 43. Okay, Maschallah. Also haben wir NRW und Baden-Württemberg, glaube ich, so mit Staub. Wird, glaube ich, noch. So. Abwarten. Okay, okay. Wir auch die Geschwister an NRW. Wir haben ab jetzt ein Disput gegen Berlin. Aber nur im Guten. Ja, klar. Ich denke schon mal an, wo ein Gegner. Nee, Bismillah, sehr gut gemacht. Ne? Und weiter geht's. Niedersachsen. Vor allem H2 eben war ja auch in Niedersachsen, Maschallah. Oh, auch eine ich sehr, glaube, sehr, deren gesammelte genau. Summe alleine schlägt uns ja alle. Eine sehr inspirierende Gruppe auch, Maschallah. Okay, und? Mal gucken, Bismillah. Maschallah. Allahu Akbar, Maschallah. Mabruk, möge Allah euch alle eure Amin. Mühe hoch anerkannt lassen. Amin. Genau. So. So, und zwar war es das jetzt mit den Summen. Wir geben euch noch eine Insgesamtsumme, ne, was deutschlandweit gesammelt wurde. Das kommt aber später. Zuallererst würde ich dann natürlich an Schwester Naima weitergeben. Sie wird dann weitermachen. Unglaublich, Subhanallah. Unglaublich. Aber ich spreche nicht über die Summen. Es ist nicht das, was mich gerade sprachlos macht. Was mich sprachlos macht, seid ihr. Jeder einzelne von euch. Geschwister, die so unfassbar große Opfer vollbracht haben. Klausuren, Abschlussarbeiten, Krankheiten, die einen geplagt haben. Familien, die man vernachlässigt hat. Sogar Todesfälle. Trotzdem habt ihr euch gesagt, meine Schwierigkeiten sind nicht mal annähernd das, was andere erleben. Und dass wir zusammenkommen müssen, um ihnen zu helfen. Dass wir eine Verantwortung für diese Umma tragen, die auf unsere Versorgung angewiesen sind.
Ihr seid es, die so unglaublich sind und doch nicht diese paar Ziffern an der Wand. Und um genau das zu verdeutlichen, versiegeln wir traditionell die Summen in Deutschland mit dem letzten Award, dem wichtigsten Award, und zwar Best Display of Unity. Jedes Jahr schauen wir nach den Institutionen in Deutschland, die neue Wege finden, Geschwister zu vereinen, die neue Wege finden, ihre Liebe um Allahs Willen auszudrücken. Laut einem Hadith heißt es nämlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala vier Kategorien von Menschen liebt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, وَجَبَتْ مُحَبَّتْ لِمُتَحَابِينَ فِي وَالْمُتَجَالِثِينَ فِي وَالْمُتَزَاورِينَ فِي وَالْمُتَبَاطِلِينَ فِي أَمَّا بَعْدِ. Danke, mich Zeit getrunken auf die erste Kategorie. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat es wajib, zu einer Pflicht für sich gemacht, diejenigen zu lieben, die einander um Allahs Willen lieben. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, sie werden am jüngsten Tag Allah subhanahu wa ta'ala so nah sein, dass sich die Propheten und Märtyrer fragen werden, was sie getan haben, um diesen Status zu verdienen. Jeder sollte sich wünschen, zu einer dieser Kategorien zu gehören, vor allem die erste Kategorie. Wie wir diese Liebe, diese Einheit zum Ausdruck bringen, kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Das haben uns unsere diesjährigen Nominees gezeigt. Denn nominiert für Best Display of Unity sind unsere bayerischen Hochschulgruppen aus Regensburg, München und Würzburg, IMSU und IJ Aachen und Dean Boys Community. Unsere bayerischen Hochschulgruppen haben dieses Jahr die ersten Samen der Einheit in Bayern gepflanzt. Sie haben für tiefschlagende Wurzeln einander unterstützt. Sie waren unfassbar gut koordiniert und hatten die Bestrebungen, sogar ihre Kooperation über Bayerns Grenzen hinaus auszuweiten, und das im ersten Jahr. Leuchtende Sterne am Horizont, von denen man nur lernen kann. IMSU und IJ Aachen, sehr besondere Geschwister, die ihre Sponsorengelder mit anderen Institutionen geteilt, die am letzten Tag der Banking-Deadline unermüdlich Spenden gesammelt haben. Nicht, um ihr eigenes Spendenkonto zu füllen, sondern die Spendenkonten der Institutionen, die ihr Spendenziel noch nicht erreicht haben. Und das alles im Namen eines verstorbenen Bruders, Allah yirham. Dean Boys Community ist eine Gruppe von Brüdern, die vorher Afghan Boys Community hieß, aber dann ihren eigenen Namen geändert haben. Ja, ihren Namen geändert haben, um offen zu sein für andere. Nach dem Assemble haben sie sich mit den anderen Institutionen fusioniert, darunter die Jugend der albanischen Moschee, die Umma-Gruppe einer bosnischen Moschee und die Brüder vom ISO e.V. Auch bei ihrem Event haben sie es geschafft, unzählige, ja, ganz verschiedene Communities zu vereinen, was es in diesem Ausmaß noch nie zuvor gab. Einen kräftigen Trommelwirbel bitte, denn Gewinner des diesjährigen Best Display of Unity Award ist IMSU und IJ Aachen. Mabruk, liebe Geschwister. Heute hatten wir unfassbare Momente mit euch unfassbaren Menschen geteilt. Unsere Reise nimmt hier aber noch kein Ende. Seid gespannt auf die nationale und internationalen Gesamtsumme. Klickt auf den Link. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ihr Jonathan Frakes.